bin ein Phänomen. Und dieses Kind von YouTube gibt es jetzt auch on stage zu sehen. Da rapp ich Double Time und mit verstellter Stimme der selten Brille. Und die Masse schreit, sie können meist meine Texte besser als ich und feiern weiter, wenn ich am Ende rapp als Hitch. Denn der hat auch so seine Eigenheit, ein breiter Kreis, findet sogar beides geil, nämlich einfach schwiege wie traurig. Sag mal, hast du kleinkariert, aber lause eine Zeitmaschine zu Hause mit scheinbar mieserer Aussicht für meinen sterbenskranken Werdegang? Dann frag ich mich, wie deiner hier nach wohl aussieht. Werden sie nach dem Turnier bei dir so wie bei Lance jubeln oder erkennt man in den ersten Metern deine Laufbahn Endspuren? Ist das hier deine Endstufe? Beleidige Rapper sind nach deinem Album und geh erneut auf Fansuche. Vielleicht reicht's auch wieder nur für eine kleine EP im Hinrunden-Style. Heißt, jede Line ist dann deep. Bist du der Meinung, dass Juroren darauf anspringen? Wo sind Leichtigkeit, Humor und Arroganz hin? Quasi das, was dich ausmacht in der Battle. Also wer zerstört sich selbst mit einem Imagewechsel? Oder hab ich mich verguckt nach dem affigen Outro deiner atmosphärischen Runde? War die Stimmung kaputt? Wir wollen, dass du witzig wirst. Die ernste Schiene war okay. Doch im Endeffekt auch nichts, was mich richtig flasht. Und es ist schlecht, wenn man mehr als eine Stimme besitzt. Du hast doch auch nur eine und schon die ist nicht so der Hit. Was macht der Basti? Weekend ist schon so gespannt. Eventuell kommt der sogar noch mit Gesang. Ich hab ne Überraschung, komm, ich flüster's dir. Du kriegst nicht nur Asthmatics, sondern auch die Fist von mir. Auch wenn ich bisher kein Gegner richtig geplant hab, bleibt die Frage, wie trifft man einen Stich in der Lanze? Weekend, also tust du so leid. Die Klinikaufenthalte, wie viel hast du mitgemacht? Ihr ist es besitzen, ich bedauere nicht gerade. Wenn man bedauerlich aussieht, dann keine Auswahl zu haben. Hä? Basti könnte sein Image in jedem Part switchen. Doch ihr gewinnt er wegen Titten, er mag Titten. Ja, ich bin YouTube, komm, halt's mir vor. Doch Affe raucht es bei der Trailerpark to Life Support. Affe raucht, macht sich auch Beats von Peace, klar, kriegt dein Features von Alligator und Tierstar. Du sag es nicht, ich reduziere dich auch auf Katze Kiff. Deine Tracks außerhalb des VBTs werden kaum angeklickt. Katze Kiff hat stark abgebaut, ist fast schon out. Man vermisst wieder Affe raucht. Denn er gibt auf die Realness nen Scheiß und überzeugt seine Zuschauer mit Vielfältigkeit. Denn Affe raucht ist gleichzeitig kleiner Junge, Rap-Skater, bricht sich was und typ die Pulle rum auf Ex. Während Katze Kiff lediglich eine Katze ist mit Land dabei. Immer dieselbe Kacke bringt und immer dieselbe Katze bleibt. Du bist so, ja, ist schon ganz lustig, aber schwach gereimt. Ich bin so, ey, der kann alles, soll das zu fassen sein. Auch wenn ich bisher kein Gegner richtig geplant hab, bleibt die Frage, wie trifft man einen Stich in der Lanze? Weekend, also tust mir so leid. Die Klinikaufenthalte, wie viel hast du mitgemacht? Drei. Image ist besitzen, ich bedauere nicht gerade. Wenn man bedauerlich aussieht, dann keine Auswahl zu haben. Basti könnte sein Image in jedem Part switchen. Doch ihr gewinnt er wegen Titten, er mag Titten. Dein Grund war nicht mal dumm, doch ein Statement reicht. Und deine gesamte Runde ist schon ausgekontert mit ner Hund. Komisch, dass uns alle hassen und ich das nicht mal check. Naja, obwohl ich hab zu Hause auch kein Internet. Wir sitzen nicht im selben Boot, haben nur denselben Trip. Wir schwimmen im Moment noch auf der gleichen Welle mit. Alle wollen wissen, was passiert, wenn du gegen Basti rappst. Ich weiß es, deshalb pack ich schon mal meine Sachen. Splash, ich klatsch dich weg und rede Tacheles. Nur meine Brille, nicht meine Show wurde abgesetzt. Massen sind nur interessant, wenn man sich fragt, wer ist der Typ? Warum sind Sidoko und Masimoto dann im Disbelief? Ich hab für spitzen Punches gesorgt, doch nicht nochmal mitmachen, ich hab den Gasthook-Rekord. Doch wusstest du, dass im Forum 300.000 Member sind? Da kann man sagen, wir zwei Loser brauchen Rapper-Sinn. Und sollte man mich bald unter Dünches verbuchen, kann ich stolz sagen, ich hatte meine 15 Minuten, ha? Weekend, wie geht es dir? Ist dir das VBT zu viel? Stehst du hier lediglich neben dir oder hast du resigniert? Doch coole Hook von dir, ob